Irgendwas stimmt hier noch nicht. Jetzt. Gut, jetzt bin ich drin. Okay, und man sieht alles. Siehst du das, was da kommt? Alles klar. So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier. Ich hoffe, man sieht mich auf meiner Kamera gerade. Und, wir spielen heute ein VR-Spiel. Hey, VR-Spiel. Kommt das Wort Arsch drin vor? Okay, und... VR-Spiel. VR-Spiel. Okay, ist egal, komm ich weiter. Ja, besser ist das. Wir halten uns nicht an diesem Wort auf. Ich mache stattdessen meine Handschlaufen fest. Und, dieses Spiel hier heißt übrigens Budget Cuts. Und ist ein Stealth-Game. Und es ist noch in einer Demo-Phase, Alpha-Phase, was auch immer. Aber es gibt schon ein Level und das ist ziemlich cool und das wollte ich jetzt mal zeigen. Ich mach dann nochmal die Schlaufe fester. So, und wie wir sehen können, sind wir erstmal in einem Flur, Gang, Schrägstrich, Raum. Flur. So, übrigens, hier steht auch, try picking up stuff. Tada! I picked up stuff. I let it fall. Oh. So. Ups. Och. Aber kaputt gehen sie nicht. Sind das Becher? Stell dir vor, du wirfst irgendwie aus Versehen deinen Controller weg. Was ist das? Ist das eine Dose? Eine Dose. Ja, ich sehe das vielleicht nicht ganz so gut wie du gerade. Naja, auf jeden Fall. Wuppa. So, übrigens, ich habe hier ja auch einen gewissen Bereich, in dem ich laufen kann. Und da wird mir sogar... Was ist eigentlich da hinter dem Fenster? Schwarz. Wow. Yo, wir werden nämlich außerdem heute mal ein bisschen cheaten in dem Spiel. Man kann zum Beispiel durch Wände greifen und man kann durch Wände gehen. Und ich krieg hier sogar eine ein Gitternetz angezeigt. Ich glaube, das ist nicht zu sehen in dem, was... alle anderen sehen. Nicht wahr? Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall das Gitternetz, das kriege ich zu sehen, deswegen kann ich beispielsweise hier hinlaufen und sehe, ich stehe gerade vor einer Stange. Wow. Die ich extra hier hingestellt habe und ich kann sie sogar anfassen. Tada. So, aber jetzt machen wir mal wirklich weiter, weil, achso, ich muss erstmal was auswählen und zwar... Press and hold this tiny button on your non-dominant hand. Gut, da meine dominante Hand die hier ist... Die linke. Ist das meine nicht-dominante? Ja, ich weiß schon. Ich habe keine Links-Rechts-Schwäche, ich wollte nur... So. Übrigens, also ich habe da ein Portal hingemacht und jetzt kann ich... Kannst du selbst erklären, sehen? Hallo! Hallo! Ich kann jetzt losspielen, Tatsache. So, Moment, nein. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie funktioniert dieses Spiel? Dieses Spiel funktioniert da so, dass man sich teleportiert. So nämlich. Portal Gun. Man hat eine Portal Gun und soll sich damit erstmal hier rummanövrieren. So, wir haben hier zum Beispiel auch... Mist. Wir haben hier auch Klopapier. Warum haben wir hier Klopapier oder was ist das? Sind das irgendwelche Thermorollen? Ja, Klopapier. Das könnten auch Rollen für Kassensysteme sein, aber ist ja egal. So, kann ich denn eigentlich auch sowas hier hochnehmen? Nein, natürlich nicht. Ist mir zu schwer, schade. Aber dafür diesen Lichtziegelstein. Was auch immer das ist. Das ist ein Klotz. Ja, ein Klotz. So, hier haben wir dann übrigens auch was, was wir aufschieben können. Hier haben wir ein paar schöne Aktenordner, ist ja schön und gut, aber wir wollen weiter. Ja, mit schönen Rechnungen. Wir können schon. So, upsala, ich stehe gerade in einem, was auch immer, Tisch, Ding. So, aber ich muss da runter. Und das Ding ist abgeschlossen. Oh, dann müssen wir wohl mal einen Schlüssel finden. Oh, hier ist ein Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Und es ist offen. Und was finden wir hier drin? Einen Knopf. Diesen Knopf, wenn wir den betätigen, macht diese Lasersicherung da aus. Gehen wir doch einfach mal hin. Upsi, ich stehe schon wieder fast in der Wand. So, eine Lasersicherung. Wenn ich dagegen komme, passiert mir nichts. Okay. Das Lustige an der ganzen Sache ist, wir können das Spielchen jetzt noch weiter treiben.
Stell dir vor, ich habe gerade nicht diesen Knopf gedrückt, diese Lasersicherung funktioniert noch. Ich kann auch das Teil hier nicht greifen, weil die Lasersicherung noch funktioniert. Was mache ich in dieser Situation also? Ich würde diesen Knopf drücken. Blödsinn! Einfach durch die Wand. Eiskalt. Ich sag ja, cheaten. Mitten durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand, wenn man so will. Oh Gott. Und ja, jetzt sind wir in diesem Raum drin, ohne den Laser ausgeschaltet zu haben. Aber hier müssen wir... Voll der Bad Boy. Genau, dieser... Ja. Hauptsache durch Wände durchgehen, aber trotzdem braucht man einen Lift. Ja, tut mir leid, der Lift war noch nicht unten, ne? Das kann ich nämlich leider nicht. Ich kann nicht einfach hochspringen und dann bin ich in dem Lift drin. Aber ich kann theoretisch, jetzt muss ich gerade mal suchen. Hier ist es nicht. Moment, was in der Richtung? Jetzt bin ich gerade am überlegen, wo war es denn? Ah, hier ist meine Stange. Ja, okay, die ist gerade in einer Wand drin. Schade. Okay, einen anderen Mal. Erstmal ab nach oben. Ich bewege mich gar nicht nach oben. Das fühlt sich gar nicht an wie in einem richtigen... Oh mein Gott! Wer bist du denn? Damn. Ich muss blöd aussehen in der Kamera. Ich weiß ja nicht, wie du ausschaust. Hm? Ich weiß ja nicht, wie du ausschaust, also kann ich dich nicht auslachen. Naja, du kannst es trotzdem einfach mal machen. So ist so, vorausschauend, wie du bist. So. Und wir haben hier einfach mal so ein Stück Lüftungsschacht oder sowas. Gehen hier rein und was finden wir? Küchenmesser. Nein, oh. Ofenmesser. So, und das sind 4 an der Zahl, die können wir sogar wieder rausnehmen und dann werfen. Tada! Und wir können sie sogar wieder einstecken. Wow. Cool, ne? Sorry wegen meinen Eltern. Ja, das macht nichts. Sag doch nichts dazu. Das merkt doch dann keiner. So, ich kann übrigens mich hier auch durchlehnen. Oder aber ich gehe einfach wieder durch die Wand. Eiskalt. Übrigens, wir wollen ja nicht so sein. Ich meine, wir wollen ja einen perfekten Score hinlegen. Och Mann! Naja, wenigstens beim zweiten Mal. Und dann aber wenigstens auch mittig. Schlecht, wie ich da daneben geworfen habe, das gibt's doch nicht. Ach so. Nee, du bist ziemlich gut. Ja, das sage ich ja. So. Und. Ja, durch diese Tür würden wir eigentlich nicht durchkommen, eigentlich. Da. Das ist so doof, ne? Einfach so. Scheiß drauf. Irgendwie ist gerade meine eine Hand ein bisschen zu weit weg. Lol. Ja, das passiert mir. Du bist zu laffy. What the? Oh Mann. Deine Hand mag dich sehr. Ich glaube, das liegt gerade... Ich sollte vielleicht woanders hingehen, damit das Tracking wieder funktioniert. Und ich stehe in der Luft! Wieso nicht? Ich fasse es nicht. Ja, ist ja egal. Ich brauche das gerade nicht so dringend. Es sind ja sowieso nur fliegende Gegenstände. Ja, deswegen merke ich das gar nicht. Oh Gott, mein Gehirn ist gerade etwas... egal. Ich soll den da wegballern. Oder ich könnte natürlich auch an ihm vorbeischleichen, oder ich könnte wieder... Ach, egal. Alles kann durch die Wand gehen. Das sowieso. Stell dir mal das vor. Du bist ein nichtsahnender Roboter. Der hier übrigens gerade ein bisschen rumglitscht, aber... Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt gerade brauche ich... Das gibt's nicht. Och Mann, genau jetzt brauche ich diese Hand. Okay, wir machen das anders. Jetzt muss ich tatsächlich mit... Oh Gott, das schaffe ich nie. Mit dieser Hand muss ich ihn dann... Okay. Ah! Moment. Machen wir es anders. Und zwar, ich muss erst aus der Wand raus und dann darf ich das Ganze... Moment. Oh, fuck.
Da war eine echte Wand. Okay, wir machen das anders. Ich warte. Hier und dann. Wo bist du? Das ist gerade schlecht, weil ich bin hier in der Wand, aber da ist auch eine richtige Wand und ich kann hier raus. Glaube ich. Ja. Oh. Okay, okay. Lass es bleiben. Zweimal ein Messer. Das klappt nicht. Also, was er denken wird, wenn einfach so eine Hand auf der Wand kommt. Ja, das ist dieses fliegende Messer, was ist damit? Ja, okay, ich mach das jetzt anders. So, aus der Wand und BAM! So. So geht können wir, das. Können wir das bitte nochmal aufnehmen? Ich will das bitte in stylisch. Okay, oh, und meine Hand funktioniert wieder richtig. Yeah! Ja, das ist ja schön. Dann kann ich ja wieder Portal Gun in die Hand nehmen. Das Messer dahin. Und ja, okay, jetzt ist der Raum wieder leer. So, theoretisch hätten wir hier wieder einen Schlüssel. Hier hätten wir sogar noch ein schönes. Eiskalt. Oh, hier hätten wir uns verstecken können. Wir hätten gar nicht in der Wand sein müssen. Hupsa. Meine Güte, ich sehe eigentlich diese Gitterlinien, aber es ist tatsächlich sehr nah dran. Okay, egal, dann, ja, da hätte man sich verstecken können, muss man aber ja nicht. So, und hier irgendwo ist dann auch wieder ein Schlüssel, hier natürlich nicht, das kriegen wir nämlich nicht auf, da ist der Schlüssel. Und damit würden wir, ach, machen wir es doch mal wirklich, so. Oh, hey! Hey, da ist er! Wie ist der da hingekommen? Ende. Ja, mag ich nicht. Ja, genau. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. So, das Ding ist jetzt auf jeden Fall benutzbar. Wir machen. Schlüssi der Schlüssel? Schlüssi der Schlüssel, ja. So, hier, ja. Hier können wir jetzt durch. Wir könnten natürlich auch wieder. Lol. Egal. So. Geh ich doch mal da lang und bin wieder oben. Gut, so, ich frag mich, was dahinter ist. Oh, eine Person zum Töten. Ein Roboter. Yippie! Ich hätte eigentlich auch die Tür benutzen können, aber. Ja, schon, uncool. Aber wir machen es mit Style. Wir machen es mit richtig viel Style. Ah, Moment, nein, noch nicht. Oh! Aber das ist doof! Ach man. Okay, ich mach's nicht mit Style. Erstmal. Oh. Ich kann dann in eine Wand flüchten, wenn. Obwohl ich sehe es kommen, dass ich dann irgendwo gegenlaufe. So. Also ich sehe, vor mir ist irgendwas wieder, aber. Ach man! Hilfe! Du hast doch ein Messer zur Verfügung. Juhu! Okay, und das brauche ich auch nur. Ach nö! Ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Ja, schon. Okay. Außer du portest dich in die Wand da neben ihm und nimmst ein Messer. Hä? Achso, ich muss hier hin. Wow. Wo ist denn meine andere Hand schon wieder? Ah, hier. Okay. Wo ist meine Hand? Da ist meine Hand. Oh oh. Hallo. Die Hand ist weg. Da. Okay, das hätten wir. Okay, schießen einfach. Los. Nein! Also, was kann denn das sein? Das ist ja krank. Oh Gott. Soll ich? Ja. Zwischen die Beine greifen. Ja, mach es. Just do it. Ich komm da nicht ran! Doch! Nein, mein Tracking funktioniert nicht, das ist das Problem! What the? Mach's trotzdem! Komm schon! Ja! Jetzt muss ich nur noch. Ach, fick dich doch! Shit! Oh. So! Ich würde dich gerne per Kamera sehen! Ich bin gerade in der Wand verschwunden, das passt doch super! So. Okay, jetzt sammel bitte alle Messer wieder, damit du wieder ein gutes Lager. Wow! Oh shit. Ach komm schon!
Ach Mist. Okay, wo ist so der? Ein Mist. Okay, da hinten war einer. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal hier hin. Stell wieder zur Wand. Gute Idee. Auch wenn ich jetzt gerade nichts sehe, aber ich kann mich herausbeugen. Ist ja alles nicht das Problem. Da hinten ist irgendwas. So, aber kein Roboter. Wow. Okay, ich geh erstmal da lang. Das wollte ich nicht. Okay. Hier kommt, glaube ich, erstmal keiner lang, aber wir wissen es nicht. In die Wand. Puh. Richtig. Denn schon. So, kommt da was? Da ist einer, aber den komme ich gerade nicht so gut ran, glaube ich. Versteck dich an in der Wand beim Eingang, also bei versteck dem. Oh, oh. Bam! War das cool? Ja. In der Tat. Der andere. Wall Vision activated. Au! Okay, Moment. Ich muss mich mal hier unbedingt ein bisschen im Freiraum bewegen. Das Problem ist. Ach, Moment. Erstmal nehme ich mir das wieder. Ja, gute Frage. Verdammt. Ich geh erstmal da rein. Ach Mist. So, erstmal bin ich hier drin. Hey, guck mal, was hier ist. Lol. Ja. Okay. Bisschen Training vielleicht? Oh, war ja schon nicht schlecht. Ja, oh, das war schlecht. Ach komm. Naja. So. Oh. Na, wenn einem das auf die Füße fällt. Was zum Glück nicht passieren kann. So. Wo war jetzt eigentlich dieser Roboter, der da noch war? Keine Ahnung. Hallo. Der ist irgendwie da hingesprintet, weil sein Kamerade gestorben ist und. Ja, mehr weiß ich nicht. Oh, da hinten ist noch einer. Kuckuck. Wow. Hallo. Tut mir ja leid für dich. So, aber ich bin hier der Chef im Haus. Der Cheater. Ja, eher der Cheater. Aber sowas von. Aber trotzdem, das macht doch Spaß. Das ist ja, ein bisschen klar. Nur. Hier ist doch wieder irgendjemand. Aha! Okay, aber. Bin ich da gekommen? Uhu! Cool. Okay. Ich würde aber gerne noch. Was ist das? Das. Ja. Das ist ein schönes Etwas. Mit Kinder und Korn sogar. Es ist, um ehrlich zu sein. Die Zahl bewegt sich mit. Ja. So ein bisschen falsch, aber sonst geht's. Hauptsache ich sehe, dass da eine 3 ist. So. Komm ich denn eigentlich auch bis hier durch? Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich guck mal. Ah, nein, hier kommt langsam eine Wand. Welche Wand ist das? Jetzt muss ich mal das jetzt abnehmen. Oh, die Wand. Nein, weiter schaffe ich es nicht. Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Aber ich muss ja auch eigentlich da lang. So, muss ich. Oh! Oh! Ja, genau. Bin sowieso wieder durchbohrt von Röhren. Was passiert, wenn ich so mache? Auch nicht schlecht. Och, Mann. So, ich kann da rüber. Zum Beispiel. Okay, das erstmal weg.
Einfach wegschmeißen. So, und das Lustige an dem Spiel ist, ich kann hier jetzt tatsächlich nicht einfach runterfallen lassen. Nee, das erstes Mal und zweitens, ich kann noch nicht mal da durch das Loch durch den Hals strecken. Ja, du bist auch am Boden, wir wissen. Eben, scheiß Virtual Reality. Okay, wo seid ihr? Oh Mann, ich möchte nicht so gerne an der Kamera sehen. Du kannst das dann, wenn das Video auf YouTube ist. Ja. Keine Sorge. So, die brauchen wir nicht, sondern wir nehmen jetzt. Ah, was hab ich denn da vor mir? Hm, das benutze ich gleich noch. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich episch. Moment, nein, ich gehe noch ein Stück zurück. Okay, so. Und ein Stück zur Seite. Jetzt müsste es eigentlich gut aussehen damit. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Was machst du da? Moment. Aha! Fuck, daneben! Warum hat das Ding nicht getroffen? Wo ist überhaupt der Pfeil gelandet? Moment, ich schaff ich das gar jetzt. Keinen Pfeil. Ich auch nicht, das ist ja das Problem. Nochmal! Was machst du da? Ich bin an der Stange. Und ich gleite. Ich falle runter, meine ich. Schieß doch einfach drauf. Okay. Okay. Wenn es unbedingt sein muss. Ich hätte dich ausgelacht, wenn du es nicht hinbekommen hättest. Okay. Jetzt noch den anderen. Boom. Aber warum hat das beim ersten Mal nicht getroffen? Ich dachte, ich hätte ihn im Visier gehabt. So. Hast du was Schönes für mich? Aha. Oh nein. Ich kann das Ding nicht aus ihm rausholen. Gemein. Okay. Dann hab ich ja hier jetzt gar nichts mehr drin. Ah no. Aber da muss doch irgendwo. Mein Pfeil muss doch... Vielleicht beim Lager, wo all die Messer da waren, hinter dir. Nein, aber der ist doch... Ich hab den doch in die Richtung von dem Viech hier geschossen. Das Blöde ist, das Ding ist rot und auch alles hier auf dem Boden ist rot. Oh Mann. Okay, ist ja auch egal. Ich brauch keinen Pfeil dafür. Was ist das da hinten eigentlich? So, wir gehen wieder. Damit das hier. So. Aha, wir haben dort eine Kamera, die sollte ich vielleicht nicht auslösen. Aber... ist was. Upsi. So. Aha! Oh oh. Ich sollte aufpassen, ich bin schon so weit. Ach, Moment mal. Moment mal! Ach Mann! Danke fürs Stehenbleiben. Danke. Ey! Das gibt's doch nicht. Cool. Aber warum ist denn das abgeprallt? Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist meins. Und ich bin gerade hier etwas unvorsichtig, muss ich sagen. Was ist denn jetzt mein anderes auf da? Und der hat auch noch ein Messer von mir, das möchte ich bitte wieder haben. Das ist noch eins. Okay. Gehen wir doch erstmal in die Wand und schauen, was haben wir hier. Hey! Ich müsste jetzt hier eigentlich durch, drumrum gehen, aber ich mach's anders. Denn ich habe das Level geschafft. Ah, ich treffe dich noch. Wie dem auch sei.
du da? Keine Ahnung. Ich hab Bock drauf, meine Messerwurfkünste zu trainieren. Das sollte eigentlich nicht passieren. Witzig. So. Und schwupp. Gut. So, jetzt machen wir aber mal fertig hier. Tada! Cool. You definitely finished the demo of Budget Cats. Ja. Yeah. Ich freue mich schon auf das richtige Spiel, aber ja, wenn man so darin cheaten kann, dann... Und? Hast du dich schwindelig gefühlt oder so? Nein, gar nicht. Wenn ich ein Spiel spielen will, wo ich mich richtig schwindelig fühle, dann müsste ich schon Windlands spielen. Was okay. Haben wir denn hier noch so alles? Nein, das reicht dann erstmal für diese Aufnahme, oder? Ja, du hast ja durchgeführt.